Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 3 auf dem Schwierigkeitsgrad Hard Plus. What the fuck? What the fuck? Was ist denn das für ein lustiger Grafikbug? Schaut mal. Ist das irgendwie ein Gegner oder so? Lol. Ja, wir verschieben immer noch momentan so ein bisschen den Raum hier. Der verfolgt mich, lol. Und hoffen, dass wir dann irgendwann mal ankommen. Moment, muss ich das jetzt? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon drehen muss. Klar. Klar. Ich drehe das jetzt, glaube ich, und dann gehe ich wieder in die linke Tür rein. Damals habe ich, glaube ich, immer den Fehler gemacht und bin halt in die nächstbeste Tür gegangen. Also auch in Türen, wo nicht diese drei Zeichen sind. Und das macht natürlich keinen Sinn. Da verirrt man sich dann und landet im Endeffekt wieder am Anfang. Genau. Bis jetzt läuft doch alles. Immer noch derselbe Aufnahmetag. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Oh. Ich sehe wieder nichts. Oh Gott. Liegt da was? Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier tue. Jetzt bin ich hier, okay. Das heißt, wir gehen mal da runter, wieder benutzen wieder die LSD-Treppe, wobei hier ist alles LSD, wenn wir mal ehrlich sind. Lauf. Hm. Sind alles Türen, die nicht mehr so eine Farbe haben. Okay, ihr seht halbwegs normal aus. Okay. Im besten Fall lässt du irgendwas fallen. War noch nicht da unten, fällt mir gerade auf. Was soll das? Hä? Muss ich sogar runter? Keine Ahnung. Lass mich mal fallen. Ist mir gerade alles ein bisschen seltsam. Schätze ich, sollte euch erstmal penetrieren. Oh, ich merke gerade, dass ich halb tot bin. Lass mich mal einen kleinen nehmen. Wobei, es ist eigentlich schwachsinnig, hier Sterne zu nehmen. Weil du gehst ja, du siehst ja erstmal, machen die viel Schaden. Und abgesehen davon musst du. Kommst du halt wieder in denselben Raum mit voller Lebensenergie. Es ist wirklich schwachsinnig. Das heißt, ich habe schon wirklich viele Sterne verschwendet, die ich hätte nicht verschwenden müssen. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich wegen der Special Edition. Das war, glaube ich, im, so wie ich das gelesen habe, im normalen Spiel nicht so. Wenn du da gestorben bist, dann musstest du halt alles, musstest du die komplette Mission von vorne machen. Das sehe ich irgendwie auch tatsächlich ein. Das hier ist ein bisschen Noob-Schutz. Okay, hier gibt es jetzt einen blauen Stein. Hm. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Komme ich jetzt wieder hoch? Irgendwo war doch diese Plattform da. Now you freely cross the line. Bin ich hier falsch? Muss ja. Hätte ich doch durch die rechte Tür gehen sollen. Da gab es dann noch eine andere Tür mit dem Muster. Seltsam. Blau sind. Was versteht hier dieser Pfad für zurück in die Welt der Menschen? Wer den Eingang zu der Mumie finden will, muss vom zentralen Weg himmelwärts ziehen. Ja. Klingt so nach dem Motto, yo, du bist hier falsch, versuch's nochmal. Ich dachte schon, dass ich bis jetzt alles richtig gemacht habe. Bis auf das hier halt. Muss ich das jetzt vielleicht nochmal drehen? Kann es sein? Ich suche erstmal eine andere Tür und notfalls der Stalker-Schatten und notfalls drehe ich nochmal an dem Ding. Ah, ich versuche mal die rechte Tür jetzt, ja. Vielleicht ist es jetzt doch richtig. Ja, ich glaube, das ist richtig. Autsch. Ja, da hinten. Autsch, ist das dein Ernst? Da hinten
Ich habe halt Angst, dass ich immer zu weit dashe. Das hier brauche ich, genau. Ich weiß halt nur gerade nicht, ob ich die anderen Teile habe. Aber ich glaube, die kriege ich jetzt alle nacheinander. Lass mich in Ruhe, Geschöpfe. Now you freely cross the line. Wow. Mehr weiß ich vom Text immer nicht. Okay, ja, jetzt drehe ich nochmal genau. Das war, glaube ich, das Problem, dass mir der letzte gefehlt hat. Dreh, 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 dreh. Whoopty fucking do. Genau. Jetzt kriegen wir alle hinterhergeworfen. Hinterhergeschmissen. Jetzt sind wir wieder hier. Haben wir auch schon mal. Bada, 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 bam. Stirb, 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 stirb. Jawoll. Hast du was? Nee. Nichts Grünes. Bam. Bam. Autsch. Devil May Cry. Wow, wow, wow. Bam. Komm, bleib doch stehen. Okay, wir machen es ganz gechillt. Mit dieser Kombo. Bist du schon tot? Ja, er ist tot. Yay. Yeah. Okay, du solltest kein Problem darstellen. Hör auf, so zu zappeln. Wehre dich nicht. Lass es einfach zu. Oh nein, Spinnnetze. Moment, lass mich mal kurz zurück. Hat der was Grünes da? Ich glaube, der hat was Grünes fallen gelassen. Bam. Bam, bam, bam. Komm runter. Alter, ist das dein Ernst? Ah! Alter. Nein, ich werde hier nicht verrecken. Gefallen tue ich euch nicht. Auch wenn ich 100-mal dashen und ausweichen muss. Now you've really crossed the line. Du bist tot, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Hast du irgendwas? Nein. Zack, 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 komm, komm, Kalaschnikow. Ah. Stirb. Puh. Okay, wow, ich bin sogar wieder voll. Cool. Okay. Wo komme ich jetzt her? Ich glaube, komme ich von links? Ich komme von hier. Ich glaube, es ist jetzt immer so, dass ich erst in die Räume muss, die nicht dieses Muster haben, da dieses Teil nehmen muss und dann weiter drehen muss. Irgendwie so. Jetzt bin ich wieder hier. Ich kann ja mal gucken. Ich habe das eine Teil, oder? Ich glaube, ich brauche drei. Hm. Okay. Ja, dann drehe ich jetzt. Schätzungsweise. Gehe ich jetzt in die rechte oder in die linke Tür? In die rechte, oder? Nee. In die andere Tür. Ihr könnt mich mal Spinnies, ganz ehrlich. Kein Bock auf euch. Hier hat sich doch jetzt aber nichts getan. Fuck, fuck, fuck. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Jetzt bin ich wieder hier. Das dürfte alles nicht passieren. Meines Erachtens nach kann man das in einem Durchlauf schaffen, habe ich die ganze Zeit diese Dinger übersehen. Ist halt schwierig, auch bei dieser Grafik. Ich denke mal, dass ich das getan habe. Ich hätte jetzt hier, hätte ich schon alle haben müssen. Okay. Na gut. Drehe ich das Ding halt nochmal. Tut sich denn da links irgendwas? Nee, oder? Nee, da tut sich nie was. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Jetzt bin ich da. Gab's da irgendwas? Ja, genau das wollte ich vermeiden, dämliches Vieh.
Ja, what the fuck? Ich bin doch wohl hochgesprungen. Ich glaube, ich bin rechts nicht in die Tür gegangen, oder? Hm. Lass mal reingehen. Ja, das ist neu. You freely crossed the line. In James Bond Geschwindigkeit. Ja, da ist das zweite Teil. Ich habe echt scheiße gebaut. Genau, immer aktivieren, dann in die Tür gehen, die nicht dieses Muster hat. Zurückgehen und wieder drehen. Also habe ich quasi, war das das, was ich als erstes eingesammelt habe, das war das letzte Stück. Ja, verdammt. Tut mir leid. Egal. Über. So. Jetzt drehen wir den Spaß. Achso, ja, erstmal die penetrieren sind ja glücklicherweise nur ein, zwei. Bam, bam, bam. Alles natürlich wieder in Lichtgeschwindigkeit. Da gehe ich jetzt nicht hinterher. Kein Bock. Ach komm schon. Wieso? Ich wollte gerade sagen. Was ist denn da los? Lass mich in Ruhe, du dämliches Vieh. Danke. Okay, dann muss ich wieder auf den Fahrstuhl warten. Stirb. Nein! Wie oft denn noch Dante? Du bist nicht Mario, hör auf damit. Mario ist natürlich nicht Dante, also das ist auch nicht nachteilig gemeint. Du bist cooler als Mario, aber du kannst halt nicht springen wie so ein Irrer. Find dich damit ab. Rüber. Da auch nochmal rüber. Und dann in die Tür, genau. Da! Da ist das letzte Stück. Gott, wir hätten es wirklich schon mit einem Mal schaffen können, ey. Oh. Ich habe mich so gefreut, dass ich in manchen Stellen besser war als beim ersten Mal, aber das hier habe ich, glaube ich, beim ersten Mal besser hinbekommen. Badam, 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 badam. So. Jetzt muss ich mich natürlich wieder bis zum Anfang vordrehen. Aber ich sollte da eigentlich durchlaufen können. Muss jetzt nicht zwingend kämpfen. Direkt drehen, ne? Direkt, genau. Hier rechts gab's ja dann das letzte. Oder jetzt nochmal drehen? Ich bin mir gerade sicher. Ein- oder zweimal drehen. Ja, nochmal drehen. Kein Problem. So. Ja doch, das ist richtig, genau. Da gehe ich jetzt links rein. Puh, sehr, sehr gut geschafft. Bin gespannt, was die Zeit sagt. Ich denke mal, das waren jetzt so 15 Minuten oder so. 5 Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Jetzt müsste auch, glaube ich, schon der Doppelgänger kommen, oder nicht? Oh. Oh, warte mal. Da war noch irgendwas. Irgendwas habe ich, glaube ich, vergessen. Also ich glaube schon, dass das jetzt diese Doppelgänger-Mission ist, aber ich muss, glaube ich, noch irgendwas anderes machen. Davor. Jetzt
2000 ist natürlich nicht so viel, aber egal. Moment, jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet, egal. Naja. Passiert. Ja, okay, ja, gut. Die alte kommt natürlich auch noch. Sollte aber jetzt nicht so ein großes Problem sein. Sterne habe ich noch. In Anbetracht der Tatsache, dass nur noch zwei Boss-Endgegner kommen und ich noch die Sterne habe, würde ich sagen, dass ich mir noch mal eine davon hole, ja. Okay, ja. Irgendwie wieder jetzt hier links was einsammeln und rechts was einsammeln und dann kann ich gegen die Alte kämpfen. Ja, irgendwie so war das. Hör auf zu buggen, Spiel, ganz ehrlich. Das hätte jetzt aber nicht so schwer sein. Ging es nicht hier irgendwann mal lang? Nee. Oder war das schon? Ich weiß gar nicht mehr. Was los hier ist, weil ich doch heute das Spiel angefangen habe. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist, dass ich das heute Morgen um 5 Uhr, 6 Uhr morgens angefangen habe und jetzt schon fast durch bin. Nee, warte, was tue ich hier? Das ist unnötig. Einfach durchlaufen. Interessiert keinen. Dämliche kleinen Zwischengegner. Was ist hier? Hier muss ich kämpfen. Okay. Machen wir erstmal den kaputt. Wobei die da oben natürlich gefährlicher sind. Stirb. Angriff, bada, 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 bada. Nein, greif doch den an. Sehr schön. Jetzt seid ihr dran. Du bist dran, Pikachu. Du bist dran, Hirnvogel. Nein, hat sich vermehrt. Nicht gut. Nein, greif doch. Ach, ich wollte eigentlich beide erstmal versteinern. Okay. Stirb halt. Wollte sich schon wieder vermehren. War kurz davor. Hallo? Ja, das war zu fett. Wenn er kurz vorm Teilen ist, ist er riesig und hält mehr aus. Ist dann nicht so einfach. Okay, war's das? Nee, irgendwo ist da wahrscheinlich noch ein Drehding. Ein Cheese-Ding. Ja, da. Ah ja, ja, so langsam bilden sich die Puzzleteile zusammen. Jetzt fällt mir ein, was da noch so kommt vor dem Boss-Marathon. Da muss ich dann noch durch diverse Portale springen und dann noch einen Schach-Gulasch machen. Wobei, war, oder es kam danach, ich bin mir gerade nicht sicher. Es könnte auch sein, dass es danach kommt. Das ist jetzt Mission 16, oder? Und da ist, glaube ich, was drin. Da klingt das Handy. Ich können wir den noch ganz schnell kaputt machen. Irgendwie. Komm schon, geh kaputt. War so klar. Das hat sonst auch immer beim ersten Mal funktioniert. Oh Mann, ey. Komm schon. Einfach nur dagegen. Und dann dagegen. Und dagegen feuern. Oder einfach Dankeschön. Ist da jetzt irgendwas? Ach nee. Doch, da hinten ist irgendwas. Ein Teil von zweien. Kommen doch bestimmt gleich Gegner, oder? Bestimmt, wenn ich das aufsammle. Genau, goldene Sonne. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und was kommt? Schachfiguren. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Devil May Cry 3 Plus. Auf dem Schwierigkeitsgrad hart plus.
In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir den penetrieren können und dann auch noch den zweiten Teil des Rätsels finden, lösen können und die alte penetrieren können. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.